Überleben unter Kollegen. Jobcoach Matthias Fischedick zeigt Ihnen, wie Sie endlich wieder Spaß bei der Arbeit haben. Es gibt doch nichts Schöneres als Kollegen, die einen bei der Arbeit unterstützen. Stefan, kannst du mir gerade mit dem Backblech helfen? Nö. Oh Mann, das wäre doch nur ein Handgriff gewesen. Also ich glaube, der Kollege hat Ihnen nicht geholfen, weil Sie nicht zu ihm durchgedrungen sind. Boah, soll ich den anschreien oder was? Nein, es kommt nicht auf die Lautstärke an, sondern auf die Raffinesse. Ach so. Stefan, gut siehst du aus. Sag mal, mein Hübscher, könntest du mir mal ganz kurz einen deiner starken Arme leihen? Ja, so können Sie es auch machen. Das meine ich aber nicht. Es geht einfach darum, in welches Ohr Sie Ihrem Kollegen sprechen. Hä? Italienische Wissenschaftler haben herausgefunden, dass unsere Kollegen offener und zugewandter auf Bitten reagieren, wenn sie diese mit ihrem rechten Ohr hören. Ach, und wieso? Das rechte Ohr hat einen direkten Draht zur linken Gehirnhälfte, in der grundsätzlich positive Informationen verarbeitet werden. Das heißt, alles, was Sie ins rechte Ohr sagen, wird im Allgemeinen positiver aufgenommen. Super, probiere ich gleich mal aus. Stefan? Ja? Kommst du gerade mal? Nee, ich muss auf deiner rechten Seite stehen. Okay. Könntest du mir vielleicht doch mit dem Backblech helfen? Na klar. Das klappt ja besser, als ich dachte. Und könntest du auch die nächsten 2 Wochen meine Frühschichten übernehmen? Klar, alles was du willst. Überleben unter Kollegen mit Jobcoach Matthias Fischedick.